Rad auf Draht hat eigentlich vor über 30 Jahren schon gestartet, damals als eine Idee vom ORF. Es war eigentlich der Wunsch da, Kinder und Jugendliche zu Dingen, die ihnen auffallen, in ihrem öffentlichen Raum, wo es vielleicht einen Spielplatz, einen Straßenübergang bräuchte, und sich da Inputs zu holen. Und dafür ist diese Hotline ursprünglich geschaffen worden. Und sehr bald ist klar geworden, dass sich die Kinder und Jugendlichen eigentlich auch mit ihren Sorgen und Problemen an diese Nummer gewandt haben. Und deshalb ist dann daraus wirklich ein psychologischer, mit den Jahren, Notruf entstanden. Heute ein Angebot von SOS Kinderdorf. Und jetzt mittlerweile begleiten wir seit über 30 Jahren eben Kinder, Jugendliche und auch Bezugspersonen, die sich eben an uns wenden. Unsere Kernzielgruppe sind sicher Personen, die zwischen 10 und 18 Jahren liegen. Da ist auf jeden Fall die größte Kurve. Aber auch Personen, die um einiges jünger sind. Und dann eben junge Erwachsene oder auch Eltern, Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Lehrpersonen, also all jene, die wirklich mit Jugendlichen, mit Kindern arbeiten und sich dann auch mal rückversichern oder einfach nochmal in gewissen Situationen, Krisen, sich eine zweite Meinung holen wollen. Wir haben jetzt beispielsweise 2019 rund 87.000 Kontakte im Jahr gehabt. Das verteilt sich dann über den Notruf, der eben rund um die Uhr aus ganz Österreich zum Nulltarif erreichbar ist. Das heißt, man kann auch anrufen, wenn jetzt beispielsweise kein Guthaben am Handy ist. Wir haben dann noch einen Chat und eine Online-Beratung. Über diese Kanäle verteilt sich das. Und das sind durchschnittlich pro Tag dann doch um die 170 Beratungen zu ganz unterschiedlichen Themen. Unser Team besteht aus 17 Personen, darunter ein Jurist und ansonsten alles Personen aus dem psychosozialen Fachbereich, das heißt Psychotherapeutinnen, klinische und Gesundheitspsychologinnen und auch Lebens- und Sozialberaterinnen. Und genau, und wir decken gemeinsam diese 24 Stunden jeden Tag im Jahr ab. Also die Fragen, die uns sicherlich am meisten erreichen, spiegeln auch ein bisschen das mit, was diese Zeit des Erwachsenwerdens ausmacht. Das heißt, es geht viel um persönliche Themen und Anliegen. Wie gehe ich mit Wut, Trauer, der ersten Liebe um? Wie gestalte ich Freundschaften? Wie gehe ich mit meinen Eltern, auch in der Abgrenzung zu meinen Eltern, um? Und dann kommen natürlich auch Themen rein mit einer höheren Belastung, wie zum Beispiel Suizidgedanken, Selbstverletzung oder Gewalterfahrungen im direkten Umkreis oder auch quasi Fremdbetroffenheit. Aktuell ging es auf jeden Fall auch um gesamtgesellschaftliche Themen. Gerade der Umgang jetzt in Zeiten von Corona war ein sehr großes Thema. Und hier oft die Frage, wie verhalte ich mich, was darf ich nicht? Also diese rechtliche Komponente, auch diesen Anspruch, was ist in Ordnung, egal ob im schulischen, im privaten oder zum Teil auch dann im arbeitsrechtlichen Bereich, auch solche Fragen erreichen uns natürlich. Und auch hier versuchen wir, so gut es geht, nach aktuellem Wissensstand Auskunft zu geben oder an die jeweilige Stelle weiter zu verweisen, damit eben die Jugendlichen diese Sicherheit bekommen, wie sie sich wirklich im Alltag bewegen können, welches Verhalten in Ordnung ist, akzeptiert ist, vielleicht auch einen Beitrag leistet und wo es klar ist, dass gesellschaftliche Grenzen überschritten werden oder vielleicht auch einfach die eigene Grenze in Bezug auf die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden. Beispielsweise auch Themen rund um Sexualität, Aufklärung, Verhütung oder junge Schwangerschaft sind natürlich Fragen oder Sorgen, die uns sehr oft erreichen. Und auch hier die Frage, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich vermitteln, dass da vielleicht etwas passiert ist, was ich wollte oder vielleicht auch nicht wollte, aber wie kann ich mich dem stellen, dass ich das getan habe und wie geht dann auch mein Umfeld, meine Familie mit mir um? Es gibt einzelne Mitarbeiterinnen, die unterschiedliche Sprachen abdecken, aber leider können wir das nicht flächendeckend leisten. Dadurch, dass wir wirklich rund um die Uhr erreichbar sind, beraten wir natürlich vorwiegend in Deutsch. Manchmal, wenn wir die Möglichkeit haben, versuchen wir auch eben eine andere Sprache einzubringen, aber unsere Beratungssprache ist primär Deutsch.
Die Niederschwelligkeit ist dadurch gesichert, dass wir ein Notruf sind, also auch diese dreistellige 147 haben. Das heißt eben einerseits rund um die Uhr kostenlos und österreichweit erreichbar sind. Es ist natürlich bei einem Notruf so für Notfälle, das heißt bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung gilt das Gleiche wie bei Polizei und Feuerwehr, dann ist es schon möglich, die Person zu orten, um Unterstützung zu schicken. Aber das ist nicht der Anspruch. Das heißt, wir machen mit diesen Nummern natürlich nichts. Es dient wirklich rein dem, dass wir für den Notfall Unterstützung schicken können und das auch im besten Fall nach Absprache mit der jeweiligen Person. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass gerade durch die digitalen Angebote, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind, das heißt die Online- und die Chatberatung, es nochmal ein Stück weit leichter ist, sich mitzuteilen. Oft ist gerade beim ersten Telefonat die Hürde sehr groß. Was sage ich? Wie gehe ich in Kontakt? Wie begegnet mir die Person? Und wir haben bemerkt, dass es vielen leichter fällt, sich zuerst schriftlich an uns zu wenden. Was wir da auch wahrnehmen, ist, dass gerade in den schriftlichen Kanälen oft die Themen, um die es wirklich geht, die wirklich Bedeutung haben, die sehr belasten, viel schneller nochmal schriftlich in Sprache gebracht werden. Das heißt, dieses schriftlich in Sprache bringen unterstützt dabei, schneller mal zu sagen, mir geht's nicht gut, ich denke drüber nach, mich umzubringen. Zu Hause passieren Dinge, die so nicht passieren sollten. Und so auch mal uns kennenzulernen, vielleicht ein Stück weit Vertrauen zu fassen, nicht nur in uns, sondern in die psychosoziale Szene generell, um sich dann wirklich die Unterstützung zu holen, die es braucht. Ich würde vielleicht gerade gerne auch mit unserem beiden aktuellen Themen einsteigen, was wir einfach in den letzten Monaten beobachtet haben. Es war natürlich ein Ausnahmezustand, aber wir haben halt festgestellt, dass jetzt im ersten Halbjahr 2020 gerade alles rund um psychische Gesundheit, das heißt Themen wie Schlafprobleme, Depressionen, Angstzustände, Autoaggression extrem zugenommen haben. Also das ist einfach was, was uns aufgefallen ist. Und natürlich auch als zweiter Bereich Gewaltsituationen. Es war in den letzten Monaten vielen nicht möglich, sich mal von zu Hause zu distanzieren, das heißt auf Abstand zu gehen. Es waren viele Konflikte, viele Familien waren sehr belastet, es ging ja auch um Existenzen. Und das waren natürlich auch Dinge, die Kinder zum Teil auch nur aus dem anderen Zimmer mitgehört haben und die wirklich zu einer großen Unsicherheit beigetragen haben. Das ist mal so dieser generelle Zustand der letzten Monate. Was natürlich auffällt und uns aufgefallen ist, auch schon in den letzten Jahren, dass gerade im Bereich der psychischen Belastung und auch der Suizidalität die Beratungen sehr gestiegen sind. Also wir haben durchschnittlich 2 bis 3 Beratungsgespräche pro Tag zum Thema Suizid und Suizidgedanken. Und auch hier ist einfach unser Anspruch, dann wirklich im Kontakt mal der Person überhaupt eine Möglichkeit zu geben, über ein Thema zu sprechen, was eigentlich sehr tabuisiert ist. Also sich wohin zu wenden und zu sagen, so geht's mir und es geht mir nicht gut, löst bei vielen schon einen totalen Handlungsdruck aus. Ganz wichtig natürlich in so Situationen ist es auch wichtig zu handeln und die Unterstützung zu geben, die es wirklich braucht, aber es ist auch mal wichtig hinzuhören, was ist da genau los, was hat dazu geführt, dass eine Person sich so belastet fühlt, wahrnimmt und gerade keinen anderen Ausweg sieht. Und das ist was, wo wir halt auch ansetzen, gerade mit diesem Ansatz ins Gespräch zu gehen, ganz nah an der Person zu sein und im besten Fall wirklich miteinander zu schauen. Finden wir einen Weg, finden wir eine Möglichkeit, wo wieder ein bisschen Handlungsspielraum entsteht, ein bisschen das Gefühl wachsen darf, okay, da gibt es noch eine Möglichkeit, da gibt es noch was, was ich ausprobieren kann oder eine Person, der ich mich anvertrauen kann, um so langsam wieder Schritte auch zurück ins Leben zu führen. Was wir da auch anbieten, es gibt einige Personen, die sich bei uns nicht nur einmal melden, das heißt gerade in krisenhaften Zuständen gibt es auch das Angebot von Rat auf Draht, dass man sich bei uns öfter melden kann, dass wir mal eine gewisse Zeit lang begleiten, bis vielleicht vor Ort ein anderes Angebot entsteht, wo sich die Person wohlfühlt oder auch bis sich vielleicht im eigenen Leben was verändert. Zum Beispiel der Auszug aus dem Elternhaus möglich ist oder ein Schulwechsel möglich ist. Also einfach bis eine Veränderung eintritt, die vielleicht nicht nur im Inneren, sondern eben auch durch die äußeren Faktoren eine Erleichterung bringen kann.
Das ist mal so der eine große Themenbereich. Das andere Feld, was wir auf jeden Fall wahrnehmen, ist, dass natürlich alles rund um digitale Medien, also die Verwendung, der Umgang mit Privatsphäre, was darf jemand anders tun, was nicht, wie gehe ich mit meinem Konsumverhalten um, wie viel verbringe ich selbst in den unterschiedlichen digitalen Angeboten, wie schaut das aber auch bei meinen Eltern aus. Beispielsweise haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass sehr viele Jugendliche es absolut nicht gut finden, wenn im Freundeskreis während eine Unterhaltung stattfindet, während eigentlich ein Kontakt da ist, die andere Person am Handy ist. Das Gleiche gilt auch für die Eltern. Auch hier wünschen sich eigentlich viele Kinder und Jugendliche diese Quality Time, also dieses reale In-Kontakt-Sein, miteinander Zeit verbringen, gemeinsam schöne Momente gestalten. Und auch da geht es oft um die Vermittlung. Was kannst du selbst tun, aber wie kannst du auch vermitteln? Ich wünsche mir da was anderes und so vielleicht gemeinsam was Neues entstehen lassen. Wenn es um den digitalen Bereich geht, ist natürlich auch ein bereits lange vorhandenes Phänomen, nämlich Mobbing und ausgeschlossen zu werden, was früher vielleicht eher im Freundeskreis und im schulischen Kontext war. Da hat sich jetzt nochmal eine neue Bühne aufgemacht. Das heißt, es gibt Fälle, die werden rein in verschiedenen Apps oder sozialen Netzwerken beschimpft, schikaniert, gedemütigt, teilweise auch mit Bildmaterial, Videomaterial. Aber sehr oft ist es ein Element, das in einer realen Mobbing-Situation, beispielsweise in einer Schulklasse, dazukommt. Und da ist unsere Wahrnehmung, dass die Belastung extrem ansteigt. Weil früher war es möglich, aus der Schulklasse rauszugehen und vielleicht zumindest in der Freizeit mit der Familie, mit anderen Freunden Auszeiten zu verbringen. Jetzt ist es so, das Handy ist stetiger Begleiter. Das heißt, all diese Nachrichten in Hassgruppen, in sozialen Netzwerken, wo wieder eine Kontaktanfrage aufpoppt, sind wirklich rund um die Uhr da und diese Belastung ist extrem spürbar. Gott sei Dank gibt es ja seit 2016 auch ein Gesetz in Österreich. Das heißt, Cybermobbing ist mittlerweile strafbar und auch da betreiben wir einfach sehr viel Aufklärungsarbeit, dass es nicht okay ist, beschimpft und bloßgestellt zu werden, dass es nicht okay ist, wenn Informationen, Bilder, Fotos, Videos aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich mit anderen geteilt werden, ohne Zustimmung und vor allem mit dem Grund, sich lustig zu machen oder zu verletzen. Und hier ist einfach ein wichtiger Beitrag aufzufangen. Also aufzufangen, Hoffnung zu geben und ganz klar zu machen, du bist nicht schuld. Egal was du tust, du bist nie schuld, wenn andere so mit dir umgehen. Sondern ganz im Gegenteil, da läuft was falsch. Da sind andere Personen, die sich übergriffig verhalten, die beschimpfen, die zum Teil einfach verbal oder auch körperlich Gewalt ausüben. Und da gilt es auch für uns als Gesellschaft anzusetzen, hinzuschauen und wirklich gemeinsam aktiv zu werden. Und diese Unterstützung ist leider in vielen Fällen noch nicht so ausgereift, wie wir uns das wünschen würden. Also viele Familien und Schulen und auch, wenn es darum geht, das bei der Polizei anzuzeigen, sind sehr bemüht. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, gemeinsam aktiver zu werden. Rad auf Draht arbeitet auch mit Safer Internet zusammen. Also wir sind auch die offizielle Helpline für diese Themen. Da bietet Safer Internet Workshop-Angebote, wo sie auch in Schulen, Schulklassen gehen. Und natürlich gibt es auch in den Schulen selbst durch die Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, Psychagoginnen eine gewisse Struktur, die auch dafür da ist, in solchen Fällen zu begleiten und wirklich einfach zu schauen, dass die Schule gemeinsam auch diese Botschaft verkörpert und lebt, also auch der Lehrkörper bis hin zur Direktion, dass Gewalt, egal in welcher Form, ob das über eine Nachricht ist, eine Beschimpfung oder eben auch über körperliche Gewalt ein absolutes No-Go ist und dass das nicht geduldet wird und dass es da nicht nur Regeln gibt, sondern auch wirklich die Aufforderung, gemeinsam umzudenken, wie können wir miteinander tun, wie können wir kommunizieren, welche Fähigkeiten brauchen wir, dass ein angenehmes Lernen und Miteinander wieder möglich wird und welche Unterstützungsangebote brauchen vielleicht einzelne Betroffene oder einzelne Personen, die davon betroffen sind. Das kann sich ja auch verändern, wer da betroffen ist.
aber auch welche Angebote brauchen Personen, die vielleicht Mobbing ausüben, damit eben hier klar ein Rahmen entstehen kann, in dem sich wieder alle wohlfühlen. Mobbing ist allerdings nach wie vor mal das eine große Paradebeispiel, was uns sehr oft erreicht und wo es oft mal beginnt, nämlich auf eine Form beginnt, wo oft den Personen, die Mobbing ausüben, gar nicht bewusst ist, dass das, was sie tun, nicht in Ordnung ist, Grenzen überschreitet oder verletzt. Es ist oft einfach dieser eine Satz, diese eine Botschaft, die mal in Richtung einer Person ausgeschickt wird, mit noch gar keiner bösen Absicht. Und da geht es eben viel um die Sensibilisierung. Das kann man natürlich auch auf andere Bereiche übertragen, egal ob das unterschiedliche Gewaltsituationen sind oder generell der Umgang miteinander. Also oft geht es darum, ein Stück weit ein Gespür, die Empathiefähigkeit zu stärken, zu sagen, wie würde es dir in dieser Situation gehen, wenn dir jemand das sagt, oder wie würde es dir damit gehen, wenn das jemand zu deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deinem kleinen Bruder, deiner kleinen Schwester oder einem anderen dir nahestehenden Menschen sagt. Wie würdest du das finden und wie würde es dir damit gehen? Weil oft macht das wieder was möglich. Oft macht das ein anderes und ein liebevolleres Handeln möglich. Und das wäre die Idee, einfach Menschen wieder in den Kontakt zu kriegen und in das Miteinander wieder ein bisschen mehr zu kriegen. Da hilft es auf jeden Fall in einer konkreten, realen Situation, und das ist sehr oft der Schulraum, aktiv zu werden und wirklich miteinander und mit der Gruppe zu arbeiten. Mobbing ist ein gruppendynamisches Phänomen. Das lässt sich zwar mit einzelnen Personen vielleicht besprechen, aber das lässt sich natürlich in einer Gruppe viel besser leiten, begleiten und auch aufzulösen und abzufangen vor allem. Das wäre die Idee, dass es gar nicht so weit kommen muss. Und das ist ja das einerseits Spannende, dass viele der Dinge, die vielleicht früher in einer analogen Welt funktioniert haben und wo Verschwiegenheit oder ein gewisses Vertrauen vielleicht mal die Grundlage war, zu sagen, ich zeige mich dir, ich zeige mich dir vielleicht auch ein Stück weit in meiner Nacktheit, etwas war, was zwischen zwei Personen funktioniert hat. Heute im Digitalen ist es so, wenn zwei Personen, und es ist ab 14 vom Gesetz her erlaubt, das zu tun, miteinander im Vertrauen beispielsweise Nacktbilder auszutauschen. Also die Person, die es anfertigt, sagt, ja, ich will, dass du das hast, und die andere Person, die es bekommt, stimmt ebenfalls zu und sagt, ja, ich möchte das haben. Dann ist das im Vertrauen okay. Das, was heute sehr oft passiert, ist, dass die Person, die das Bild bekommt, dieses Vertrauen missbraucht. Das heißt, es könnte sein, das Ende einer Affäre, einer Beziehung, einer Freundschaft oder ganz einfach, dass vielleicht vorher schon das Vertrauen nicht so da war und das Miteinander nicht ganz so ausgehandelt war, dass diese Person das Bild weiterschickt oder veröffentlicht. Und das ist was, was ganz klar strafbar ist, vor allem wenn wir von 14- bis 18-jährigen Personen sprechen. In dem Fall ist es strafbar. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von irgendeiner Straftat, sondern das ist der Besitz und das Weiterverbreiten von Kinderpornografie. Und das ist eine wichtige Information, die wir natürlich auch gerne mitgeben, weil das schon was ist, was viele gar nicht wissen. Es ist eben nicht nur dieses eine Bild, das ich ein paar Leuten weiterschicke, sondern beispielsweise eine Gruppe auf WhatsApp, wo mal, sagen wir, 20 Personen drin sind, das könnte schon mal eine Schulklasse sein. Dort so ein Bild zu teilen, ist nicht nur das Teilen, sondern es ist eigentlich auch ein Veröffentlichen. Ich mache es einer großen Gruppe zugänglich. Vielleicht ist es noch eine Gruppe, wo ein paar andere Personen drin sind. Dann ist dieser Bestand der Öffentlichkeit noch mal mehr gegeben. Und da geht es um eine Sensibilisierung. Es ist in der Jugend so, und das darf auch sein, dass allein aufgrund der Pubertät, der Entwicklung, auch der Gehirnentwicklung, oft die Konsequenzen von Aktionen nicht gut abgeschätzt werden können. Das ist einfach so. Und es ist auch unsere Aufgabe, da im Vorfeld aufzuklären. Wenn du das machst, das ist okay, dass du das machen willst, aber es kann sein, es besteht das kleine Risiko, wie beispielsweise bei Nacktbildern, wenn diese Person dein Vertrauen missbraucht, dass dieses Bild veröffentlicht wird, einer großen Gruppe zur Verfügung gestellt wird, und wenn so ein Bild einmal irgendwo im Internet ist, ist es nahezu unmöglich, das wirklich wieder rauszubekommen. Oft tauchen die Bilder auch Jahre später auf anderen Seiten, in ganz anderen Kontexten, beispielsweise auch auf pornografischen Seiten wieder auf. Und da gilt es halt ganz klar zu vermitteln,
du darfst Dinge tun, aber es gibt halt dieses Risiko. Und einfach ins Gespür zu bringen, was ist das Risiko, was ich eingehen will, oder ist es vielleicht einfach auch besser zu sagen, da ist mein Bild, ich zeig's dir, das ist im Vertrauen, aber es bleibt bei mir. Was sicherlich eine Möglichkeit ist, ist auch für die offene Jugendarbeit beispielsweise oder die verbandliche, dass hier der Fokus noch mehr gesetzt wird über, wo ist ein Verhalten in Ordnung, was darf ich tun, was darf jemand anders tun und wo werden Grenzen überschritten. Das heißt, einfach auch Gesprächsrahmen zu geben. Und das ist natürlich hilfreich, wenn es eine Person ist, die einerseits als Vorbild wirkt, aber vielleicht auch andererseits schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung mitbringt und sich auch in diesen Bereichen wirklich gut auskennt, um überhaupt in Kontakt zu kommen, um überhaupt zu erreichen, dass Kinder und Jugendliche sich öffnen wollen. Also beispielsweise bei uns in den Gesprächen, wenn die Frage kommt, kennst du TikTok, kennst du Fortnite, kennst du Brawl Stars und die Antwort ist nein, dann ist wahrscheinlich das Gespräch hier bald mal zu Ende. Wenn ein Stück weit auch von unserer Seite in dieser begleitenden, beratenden Funktion das Wissen da ist, können wir uns ganz anders in diesen Welten bewegen. Es ist ein Stück weit wie das Gefühl, die Augen geschlossen zu haben und sich vorzutasten oder da zu sein und zu wissen, ah, da gibt's das, da ist diese Gefahr. Da kannst du auf die Privatsphäre schauen, um dich einfach gut zu schützen. Dann kannst du dich da ganz entspannt bewegen. Ein anderes Beispiel, was wir auch leider im Moment sehr oft wahrnehmen, ist, dass Kinder und Jugendliche über ihre Profile beispielsweise auf Instagram Dickpics, also Bilder von Geschlechtsteilen geschickt bekommen und auch hier oft eine enorme Überforderung da ist. Das passiert oft schon Kindern, die auch unter 10 Jahre sind und die dann gar nicht wissen, wie damit umgehen. Natürlich gibt es diese Richtlinie und eigentlich auch gesetzlich festgelegt, ab wann man eine gewisse App oder eine gewisse soziale Plattform, ein Netzwerk verwenden darf. Aber alles, was es braucht, ist ein Klick. Das heißt, es hilft nicht, uns auf diese Empfehlungen zu verlassen, sondern wirklich auch den Kindern mitzugeben, du kannst blockieren, du kannst Dinge melden, du kannst dich auch immer an eine Vertrauensperson wenden. Und wenn da keine ist, melde dich bei 147 Rad auf Draht und wir überlegen gemeinsam, wie du dich schützen kannst, weil auch das ist nicht okay. Vielleicht geht es ein Stück weit darum, wie in vielen Beratungs- oder therapeutischen Kontexten, dass wir eigentlich ja immer den Anspruch haben, Personen auf Augenhöhe zu begegnen. Und gerade in der Beratung von Kindern und Jugendlichen ist das was, was ich gern nochmal in Erinnerung rufen würde. Auf Augenhöhe zu gehen, kann in dem Fall bedeuten, einfach in einem Gespräch, welche Position nehme ich ein? Nehme ich die Position der Wissenden ein oder frage ich nach? Manchmal haben wir nämlich da vor uns Experten und Expertinnen sitzen, die gerade im digitalen Raum sich sehr gut auskennen und zurechtfinden und von denen wir noch was lernen können. Und es gibt auch einige Beispiele, wo Beratungseinrichtungen genau das tun und zum Beispiel in ein spezielles Spiel reingehen als Spieler und Spielerinnen, sich aber sehr wohl auch zu erkennen geben, dass sie eben Teil einer Beratungseinrichtung sind und auch klar machen, wir sind da, um zu unterstützen oder wenn du Fragen hast, dann kannst du dich auch an uns wenden. Diese Ansätze gibt es schon länger und es gibt auch schon lange, gerade im Bereich, wenn wir von der Gaming-Welt sprechen, wo auch versteckter und teilweise sehr offen gelebter Sexismus und Gewalt und Hate Speech auf sexistischer Ebene ein großes Thema ist, da gibt es schon lange den Wunsch, dass mehr eingegriffen werden kann, dass es vielleicht auch ein Korrektiv auf einer übergeordneten Ebene gibt. Aber das, was immer hilfreich ist, dass wir Personen, die eben beratend und unterstützend tätig sind, auch dort Gesicht zeigen und ein Stück weit uns in diese Welten hinaustrauen. Ich bringe jetzt mal so ein analoges Beispiel von aufsuchender Sozialarbeit, Parkbetreuung. Auch da sind wir in unseren psychosozialen Grundberufen aufgerufen, dass wir ein Stück weit näher an, sage ich mal, den Wirkungsraum, an den Lebensraum der Personen gehen. Und genauso ist es auch hier. Digital kann nicht mehr getrennt werden von analog. Für Kinder und Jugendliche ist das ein Raum, eine Lebenswelt. Und wenn nur wir nur in einem Teil davon sind, nämlich in diesem direkten Kontakt face-to-face, dann kann es sein, dass wir sehr viel übersehen, was zur psychischen Gesundheit, aber auch zur psychischen Belastung beitragen kann.
Ich wünsche allen Begleitern und Begleiterinnen eine große Neugierde und den Mut, nachzufragen. Aus unterschiedlichen Disziplinen ist es bekannt, dass wenn eine Person eine ganz klare Position hat, die andere Position wahrscheinlich sich verhärtet. Um in Kontakt zu kommen, um ins Gespräch zu kommen, kann es sehr hilfreich sein, wirklich nachzufragen, wieso machst du das? Was fasziniert dich daran? Was tust du da, wenn du online Zeit verbringst? Also das heißt, wirklich mal verstehen, wie Kinder und Jugendliche sich online bewegen, was fasziniert, wer fasziniert, welchen Influencerinnen sie folgen, welche Kanäle gerade da sind, welche Trends auf TikTok entstehen, wie gerade auf TikTok hinter der Kulisse miteinander kommuniziert wird oder auch in Spielen, von wem sie vielleicht angeschrieben werden, wo Kontaktangebote da sind, wo vielleicht auch versteckte Kontaktangebote da sind, die absolut nicht passend sind. Das heißt, einfach mal der anderen Person, in dem Fall dem Kind oder dem Jugendlichen zugestehen, zu erzählen. Oft ist da ja auch ganz viel Begeisterung. Das ist ja keine Welt, die gut oder böse ist, sondern es ist eine neue Welt, die sehr bunt, sehr vielfältig, voller Wissen sein kann, voller Möglichkeiten der Begegnung und sich darauf mal einzulassen. Ich habe immer so ein Stück weit ein Bild auch, was ich da gerne mitgebe, nämlich ganz früh in der Volksschule gibt es diesen einen Tag, wo meistens jemand von der Polizei in die Schule kommt, um mit den Kindern mal rauszugehen auf die Straße und die generellen Regeln des Miteinanders im Straßenverkehr zu erklären. Im Digitalen fehlt das noch ein Stück weit. Also es geht nicht darum, geh nie wieder auf die Straße, überquere nie eine Straße, eine Ampel ist, wenn da rot ist, die größte Gefahr, sondern wir geben mit beispielsweise diesen Vertrauensaspekt. Wir geben mit, es ist wichtig, sich gut auszukennen, links und rechts zu schauen, nochmal reinzuspüren, bei Grün über die Ampel zu gehen. Und genau solche Anleitungen können auch hilfreich sein im digitalen Raum. Aber nicht nur da, das lässt sich ja auf alle Lebensbereiche übertragen. Diese Haltung, dass es gibt gewisse Grundregeln, Regeln des Miteinanders, auch Dinge, die man tun kann, um sich wohlzufühlen und dann aber auch der anderen Person zuzutrauen, da vielleicht noch kreativere Wege zu finden, Dinge für sich selbst zu entwickeln, die 5-mal besser funktionieren als alles, was wir uns jemals überlegt haben und dann wieder miteinander ins Lernen zu gehen. Das heißt, ein Beratungskontakt, ein Gespräch, eine Therapie ist ja auch ein beidseitiges Lernen. Wir sind miteinander in Kontakt und im Kontakt kann so viel entstehen. Da kann viel möglich gemacht werden oder kann auch ganz viel kaputt gemacht werden. Das heißt, da mit einer Neugier reinzugehen. Seit ich bei Rad auf Draht arbeite, wurde ich eines Besseren belehrt, dass vieles von dem, was wir als Gesellschaft oft Kindern und Jugendlichen zuschreiben, nämlich das ist die Kinder und Jugendlichen von heute sind ganz unmöglich, es wird nur noch schlimmer, die haben ja überhaupt keine Ziele mehr und ganz viel von diesen eigentlich sehr negativen Zuschreibungen, dass all das überhaupt nicht stimmt. Da draußen sind so viele junge Menschen, die was wollen, die so viel spüren, die endlich Raum suchen, spüren zu dürfen, Ausdruck zu finden, sich zu zeigen, wirklich in Kontakt zu gehen, sich auch ihrer Probleme und Hürden großteils absolut bewusst sind und wirklich etwas wollen. Und das ist eigentlich das, was ich gelernt habe, diese Begeisterung und auch ein Stück weit wirklich diesen Respekt vor einer Generation, die da ist, die es nicht immer leicht hat und die eigentlich sehr viel möchte und sich selbst sehr gut spürt, wenn man nur mal nachfragt. Und dieses Nachfragen habe ich gelernt, dieses wirklich offen dran zu bleiben, hinzuhören, und eine Person, egal ob alt oder jung, einfach mal sein zu lassen und im Kontakt zu erkennen, was da vielleicht für eine wunderbare und einzigartige Person vor mir sitzt.